Hallo, mein Name ist Christian und dies ist Writing Delight. Heute stelle ich euch einen Hugo Boss Füllfederhalter vor. Hugo Boss ist eher bekannt aus dem Bereich der Mode. Aber von Hugo Boss gibt es auch Accessoires und auch Schreibwaren, wie zum Beispiel Schreibgerät. Gleich vorweg einen herzlichen Dank an Hugo Boss, denn dieses Schreibgerät wurde mir zum Testen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um den Hugo Boss Essential Pinstripe Füllfederhalter. Der Füllfederhalter kommt in dieser Standardbox von Hugo Boss. In einem mattschwarzen Umkarton befindet sich die eigentliche stabile Verpackung. Diese ist ebenfalls mattschwarz. Der Schriftzug Hugo Boss ist glänzend schwarz und erhaben gedruckt. Die Klappe wird von Magneten gehalten. Im Innern befindet sich der Füllfederhalter, eine Tintenpatrone und ein Begleitheft. Hierbei handelt es sich um ein Echtheitszertifikat, welches auch auf die 2 Jahre Garantie hinweist. Schlichte Eleganz im Nadelstreifenmuster. Dies könnte den Essential Pinstripe beschreiben. Dieser Füllfederhalter aus der Essential-Reihe von Hugo Boss ist in dieser besonderen Optik des Nadelstreifens ausgeführt. Dieses Muster ist ein Rückgriff auf die Mode, in der ein Stoff mit Nadelstreifenmuster häufiger anzutreffen ist. Abgesetzt ist der Füllfederhalter mit gunmetallfarbig verchromten Zierelementen. Die Kappenspitze ist dabei schlicht und unverziert. Am Schaftanfang befindet sich ein C-Element, in dem der Schriftzug Hugo Boss eingesetzt ist. Der Clip ist schlicht gehalten. Die Kappe ist gesteckt und verbirgt die verbaute Edelstahlfeder. Den Essential Pinstripe gibt es nur mit einer M-Feder. Diese ist mit einem eher schlichten Muster und ganz klein mit dem Schriftzug Hugo Boss verziert. Der Füllfederhalter hat ein gewisses Gewicht, denn sowohl der Schaft als auch das Griffstück und die Kappe sind aus Metall. Wenn man die Kappe wieder aufstecken möchte, benötigt man ein gewisses Maß an Kraft. Das sorgt auch dafür, dass sich der Füllfederhalter nicht leicht öffnen lässt, was natürlich sehr praktisch ist. Im Laufe der Zeit wird dies aber sicher ein wenig leichter, dennoch wird die Kappe sicher nicht wirklich locker. Aufgeschraubt zeigt sich, dass der Füllfederhalter lang genug ist, damit ein handelsüblicher Tintenkonverter bequem hineinpasst. Da ich darum gebeten wurde, zeige ich euch ein paar Füller zum Größenvergleich. Zum einen haben wir da einen ungefähr gleich langen Lamy Safari. Einen etwas kürzeren Pilot Vanishing Point. Einen gleich langen Pelikan M815 einen kürzeren Cleo Scribent Aura Laguna Dragon und einen deutlich kürzeren Caveco AL Sport. Bei abgenommener Kappe ist das Bild ein klein wenig anders. Der Hugo Boss Essential Pinstripe ist da ungefähr so lang wie der Pelikan M815 und der Lamy Safari. Der Pilot ist deutlich länger. Mit auf dem Schaft aufgesetzter Kappe sind der Lamy Safari und der Pelikan deutlich länger. Auch der Clio Scribent wird plötzlich länger als der Hugo Boss. Zum Vergleich auch einmal die Größe der Feder. Der Pelikan M815 hat eine sehr große Feder. Der Hugo Boss, Lamy und Clio Scribent haben eine ungefähr gleich große Feder. Der Caveco AL Sport kommt mit einer etwas kleineren Feder und der Pilot ist dabei eh ein Exot. Kommen wir zu einer Schreibprobe. Die Feder schreibt weich. Es ist zwar eine einfache Stahlfeder, allerdings gleitet diese nicht nur angenehm über das Papier, sie kann auch ein wenig flexen. Es ist ein wenig mehr Kraft nötig dafür als bei manch anderer Feder, aber das Ergebnis ist meiner Meinung nach für eine Stahlfeder sehr gut.
Hier noch einmal in der Nahaufnahme. Alles in allem ist der Hugo Boss Essential Pinstripes angenehm zu nutzen. Er ist kein Leichtgewicht mit seinen 38 Gramm, aber bei weitem auch kein wirklich schwerer Füllfederhalter. Er liegt gut in der Hand und ist gut verarbeitet. Sehr schön ist auch die Feder. Leider ist diese nur als M-Feder erhältlich. Ich hoffe, Hugo Boss bringt irgendwann nochmal andere Federbreiten auf den Markt. Aber auch so ist dies ein gut schreibender Stift. Design ist immer eine Geschmackssache, aber er ist schlicht und zeigt dennoch eine gewisse Eleganz. Etwas, was man auch öfters einem Nadelstreifenanzug nachsagt. Habt ihr weitere Fragen zu dem Füllfederhalter? Gefällt er euch? Oder eher nicht? Ich bin neugierig, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abonnieren von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.